Es ist am Morgen früh, es ist noch dunkel, ich laufe auf mein Auto zu. Dann so das Klack von der Türe, wo schließt und meistens lege ich dann die Händchen an. Ich fahre eigentlich immer mit den Fahrerhändchen. Vor allem aus einem Grund, weil ich das Interieur so schön wie möglich behalten will. Das bedeutet mir viel, ich schaue gerne. Ich finde, in einem Interieur von einem Fahrzeug sitzt man die ganze Zeit. Ich schaue wahnsinnig gerne die Instrumententafeln an, das Lenkrad. Ich finde den Schaltknauf super schön vom MGB aus der ersten Generation. Ja, dann geniesst man so die Atmosphäre. Es ist für mich auch der Duft vom Leder. Gemischt mit ein bisschen Abgas, mit ein bisschen Benzin. So der Duft ist etwas, wo mich sofort eigentlich in die Welt bringt. Der Susterpass ist für mich einer der schönsten Pässe der Schweiz oder überhaupt, würde ich sagen. Und was ihn für mich speziell ausmacht, ist so das Felsige, das Erdige, das Schwere, das er hat. Und dann hat er wunderschöne Tunnel, wo man immer wieder zwischendurch als Tageslicht kommt und wieder verschwindet im nächsten Tunnel. Man sagt, die Schweiz ist das Wasserschloss von Europa und so Pässe wie da, die sind die Lebensadern eigentlich von der Natur. Und das finde ich, spürt man da extrem schön. Es ist nicht ein perfektes Auto, sondern es ist eben Poor Man's Aston Martin. Es ist nicht ganz Aston Martin, aber man hat versucht, in die Richtung zu gehen. Das ist das, was mir gefällt. Mir gefällt die flach abfallende Dachlinie, mir gefällt auch die Farbe, mir gefällt der Chrom, die Felgen, die er hat. Sehr sportlich, sehr puristisch. Irgendwie für mich ist wie der Susterpass und der MG sind beide so wie aus dem Vollen gefräst. Die sind einfach schon ewig da und sind so ein Urgestein und so solid. Und das ist das, was mir gefällt an beiden.